Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Zelda Tears of the Kingdom. Ja, beim letzten Mal haben wir die gute Pura mal wieder gesehen. Die mittlerweile etwas älter geworden ist anscheinend. Sie ist immer noch über 100, also sie hat nur ein älteres Aussehen als in BOTB, aber gut, was soll's. Ja, wir sind nun auf der Suche nach dem Zelda-Suchtrupp. Also wir suchen den Suchtrupp. Und wie ihr sehen könnt, ich bin ein bisschen woanders. Da unten hat mir beim letzten Mal aufgehört. Ich bin einfach nur... Ja, hier vorne wieder den Ausgang, Eingang, whatever, rausgegangen. Und dann hier neben hochgeklettert. Und jetzt sind wir hier. Und wir reden einfach mit den Leuten. Mal gucken, ob die uns irgendwas zu sagen haben. Ah, das ist sogar der, den wir suchen. Tut mir leid, ich bin gerade beschäftigt. Hä? Ich werde nicht mehr. Werter Link, ihr seid jetzt tatsächlich... Ich bin so froh, dass es euch gut geht. Dann ist Prinzessin Zelda bestimmt auch in Sicherheit, oder? Puh, bin ich erleichtert. Wie bitte? Prinzessin Zelda ist nicht mit euch zurückgekehrt, aber ihr habt ihre Stimme gehört? Und nun wollt ihr euch der Suche nach ihr anschließen? Oh, ich verstehe, beziehungsweise ich verstehe gar nichts mehr. Wir sollen auf jeden Fall die Suche nach der Prinzessin fortsetzen, ja? Wir waren natürlich sehr dankbar, wenn ein Held wie ihr euch uns anschließt. Ehrlich gesagt halten unsere Erfolge sich bisher in Grenzen. Hier ist uns über das Miasma im Weg. Herr Truppenführer Holm, da Prinzessin Zelda. Oh. Prinzessin, ihr seid wohl auf. Das wird sie bestimmt... Was? Okay. Und weg ist sie. Huch, was? Ihr habt sie doch auch gesehen, oder Link? Prinzessin Zelda hat sich in Licht aufgelöst und verschwunden. Was geht da nur vor sich? Schnell, wir müssen handeln. Warum hat Prinzessin Zelda nicht auf meinen Ruf reagiert und ist einfach verschwunden? Sie hatte keinen Bock auf dich. Dieser Vorfall muss unverzüglich Direktorin Pura gemeldet werden. Angesichts der Situation ziehen wir uns ebenfalls von ihr zurück. Aber das wird eine Weile dauern, denn wir sind eine ziemlich große Einheit. Könntet ihr an meiner Stadtdirektorin Pura über diese Begegnung unterrichten? Ja, können wir bestimmt. Wenn wir jetzt runterfallen, springen, whatever, werden wir wahrscheinlich drauf gehen. Runterklettern dauert so lang. Deshalb fallen wir mal hier herunter und machen uns... Warum haben wir eigentlich das Parasegel-Dingenskirchen noch nicht? Wann kriegen wir das denn mal? Wäre irgendwie schön, wenn wir das jetzt mal... ja, bekommen würden, ne? Ha, hab dich. Weil das würde uns doch so ein bisschen, helfen. Ja. Das war leider nicht ganz so schlau. Kann ich da jetzt eigentlich rein? Ich war doch bei deinem Direktor. Ja, da oben waren wir doch schon. Prinzessin Zelda ist doch einfach von dann geflogen sein. Wow, jetzt stelle ich mir vor, wie sie mit den Armen flattert. Aber auch wenn du mich zum Lachen gebracht hast, werde ich dich hier nicht durchlassen. Menno. Pura, dein Suchtrupp ist scheiße. Such dir neue Leute aus. Naja, dann gehen wir mal zu ihr. Wer ist da? Ja, ich. Er ist da. Ja, wie wir in Resident Evil hatten, ne?
Geister! Hurra, wir kommen zurück! Ruinen von Hyrule-Stadt, ja. Haben das Gebiet schon ein bisschen verändert nochmal, ne? Vergleich nochmal, ich will immer original sagen, aber zum Vorgänger. Ja, aber nur der Nachfolger. Und kein Remake oder sonst was. Das ist schon wieder du. Damit die irgendwas bauen, dass das Ding nicht umkippt. Können wir uns einen Wagen bauen? Und so. Naja, nehmen wir uns das mal auf. Für irgendwann anders. Ich habe ja schon gesagt, ich werde hier eh keinen 100% Run durchmachen. Ich nehme mit, was man kriegen kann und so, aber ansonsten. Das Spiel wird wieder so groß wahrscheinlich sein, da alles zu finden, das kann etwas sehr lange dauern. Ihr Lichter. Okay. Halt! Was machst du denn da? Das sind Joshas Werkzeuge für die Erforschung der Abgründe. Die darfst du ohne Erlaubnis nicht anfassen. Das bekommst du riesigen Ärger. Sehr gut. Ah, das auch. Ja, ist ja gut. Dann halt nicht. Dann klaue ich euch aber halt nix. Wie siehst du das überhaupt? Du bist doch ganz woanders. Das ist also der Arm, von dem Pura geredet hat, ja? Hm, schon seltsam. Nein, 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 dafür ist es keine Zeit. Zumindest, dass du das Pura-Pad hast. Dein Pura-Pad ist noch nicht ganz perfekt. Da ist noch Luft nach oben. Wenn die Sache mit Joshas Erforschung der Abgründe erledigt ist, setze ich meine Forschung im Institut in Hateno fort. Also folge mir, wenn die Zeit reif ist, sollst du auch nach Hateno kommen. Okay, das werden wir uns mal merken. Hey Pura, wir sind wieder da. Willkommen zurück, Link. Und, hast du was herausgefunden? Hast du was mit Zelda gesehen? Von Schloss Hyrule aus siehst du einem Licht geworden und weggeflogen? Puh, du erzählst immer die wildesten Sachen. Aber wenn du das wirklich gesehen hast, muss ich dir wohl glauben. Das heißt, wir müssen völlig anders an die Sache herangehen. Wenn wir davon ausgehen, dass die Besessin zu einem anderen Ort geflogen ist, dann sollten wir wohl den Kataklysmus erforschen, dessen Folgen überall zu beobachten sind. Klingt logisch, oder? Es gibt da ohnehin ein paar Orte, über die ich mir schon Gedanken gemacht hatte. Und ich bin mir sicher, dass uns deren Erforschung auch auf die Spur der Prinzessin bringen wird. Du hast das Pura-Pad bei dir, oder? Kann ich es mir kurz haben? Du hast es ja erfunden, also bitteschön. Meine Güte, sieht das mitgenommen aus. Was hast du damit angestellt? Ne? Also zu funktionieren scheint es noch. Welcher Knopf ruft nochmal die Karte auf? Ah, der hier. Ah, tut mir leid. Jetzt wollte ich auf dem Pura-Pad die Karte von Hyrule aufrufen. Aber der Kartografierturm, mit dessen Hilfe sie erstellt wird, ist noch gar nicht bereit. Joscha, wie sieht es um den Kartografierturm? Also, grundsätzlich ist er fertig. Können wir die jetzt erst benutzen oder was? Dann hätte ich mir bei den letzten Malen ja ganz schön ersparen können, hä? Oh, der Teleport
Teleporter müsste noch abgestimmt werden. Der Teleporter, das sollte doch ein Kinderspiel sein. Tut mir leid, Link, wir werden auf Hochtouren daran arbeiten. Kannst du dich nur etwas gedulden? Mach doch einfach eine kleine Pause. Ich bin sicher, die hast du dir verdient. Dieser Posten stellt auch Wohnquartier zur Verfügung im sogenannten Schutzraum. Dort findest du kostenlose Betten, eine Küche und so weiter. Der ideale Ort, um mal Pause zu machen. Hast du noch Fragen? Dann wende dich doch an den Wächter, der Schutzraum dort. Oder möchtest du Kleidung kaufen? Womit denn? Dann solltest du dich einmal im Murpsladen umsehen. Ich bin da mal beim Kartografierturm. Wenn du zum Aufbruch bereit bist, sag mir Bescheid. Ja. Komm, Joscha, es ist Zeit, den Kartografierturm endlich in Betrieb zu nehmen. Das mit dem Teleporter erledige ich schon. Du hast Schalterdienst, Joscha. Kachika! Ach ja. Oh. Jawohl, Detektor Impura. Ich stehe bereit, Schalter bei Fuß. Ach ja, sie mit ihrem Kachika. Ganz vergessen. Ja gut, dann gehen wir mal zu diesem Schutzraum, würde ich sagen. Aber wir können uns allgemein mal hier noch ein bisschen umschauen, würde ich sagen. Diese ballonartigen Teile, die vom Himmel gefallen sind, werden also die Sona-Bauteile bezeichnet. Allzu viel ist über Sona-Bauteile noch immer nicht bekannt, aber für Pura ist das anscheinend kein Hindernis. Meine Chefin ist nicht nur der schlauste Kopf von Hyrule, sondern auch als ein Konstrukteur, ein Genie, wie dieses Vehikel deutlich zeigt. Ja, das ist schon ganz knorke, ne? Wie mach ich's nur? Tut mir leid, aber ich hab gar viel zu tun. Hm? Link! Du ahnst ja nicht, wie erleichtert ich bin. Ich habe mir ja solche Sorgen gemacht. Wo bist du denn bloß gewesen? Tut mir leid, wenn ich alles, etwas zu dramatisch sehe. Du möchtest so erst zu Pura, oder? Im Moment überlege ich gerade, wie man am Spähposten eine Pferdestation bauen könnte. Live, der sich mit Pferden auskennt, ist auch hier und es wäre praktisch, wenn er sich um Pferde hier kümmern könnte. Der Bau der Station wird wohl einige Zeit in Anspruch nehmen, aber schau doch mal vorbei, wenn alles fertig ist, Link. Okay, also wird sich das Ganze hier auch noch ein bisschen verändern mit der Zeit. Ja, warum nicht? Ah. Das Hylia-Gewand. Hylia-Kapuze. Ja, okay, das kennt man auch aus dem BOTW. Soll ich schon fast wieder original sagen, ne? Mhm. Nee, nicht original. Immer noch nicht. Aber wir haben eh keine Kohle dabei, von daher können wir uns auch nichts kaufen hier. Link, gut, dass ihr wieder da seid. Mein Name ist Gorpes und mir wurde die Verwaltung des Spähpostens übertragen. Wenn es irgendwas gibt, das ihr über diesen Posten erfahren möchtet, fragt mich gerne jederzeit. Zuerst einmal werde ich den Schutzraum für euch öffnen. Hierhin Dank bitte. Ich bin's, aufmachen! Was für ausfallsreiche Losungen, um das hier zu öffnen. Ah. Dieser Keller war einst der Schutzraum für die Königsfamilie von Hyrule. Aber wir haben ihn zum Wohnquartier umgebaut. Was immer euch hier von Nutzen sein kann, steht zu eurer freien Verfügung. Das ist doch schön. Hallo? Werter Link, willkommen, willkommen. Mein bescheidener Name ist Mondan. Ich bin damit beauftragt, als Torwächter dieses Schutzraums zu dienen. In einer kaputten Lanze, okay. Dieser Schutzraum, der von innen, der von jedermann genutzt werden kann. Bitte bleibt hier, solange es euch beliebt. Ich wurde ursprünglich von der königlichen Familie als Zuflucht in Notfällen verwendet. Er ist so alt, dass es hier immer irgendwas zu reparieren gibt, aber ich will mich nicht beschweren. Derzeit verfügen wir über reichlich Vorräte und es lässt sich hier recht komfortabel leben. Ich wurde damit betraut, als Torwächter dieses Schutzraums zu dienen.
Eine ehrenvolle Aufgabe besteht darin, den Anweisungen der Vorgesetzten zu folgen und die Tür zu öffnen. Hi. Seid auf der Leiter, bitte vorsichtig, wenn ihr uns wieder verlasst. Es wäre definitiv einfacher, wenn ihr direkt durch die Decke steigen könntet. Haha. Ja, das können wir auch. Oh, dich kenne ich ja. Wunderbar, ich freue mich über jedes bekannte Gesicht. Du kannst ruhig alles in diesem Schutzraum nach Belieben verwenden. Aber mach hier keinen Dreck, das wäre nicht gut, doch mehr Staub kann ich nicht gebrauchen. Ich putze hier schon eine ganz kleine Ewigkeit und es liegt trotzdem noch überall Staub herum. Von aller Welt kommt dieser ganze Staub überhaupt her. Ja, ne, hier liegt ein bisschen viel Zeug. Oh. Bei so einem alten Gemäuer hier wundert es mich nicht. Nein, 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 ist mir egal, was da unten zu finden ist. Ich werde mich sicher nie mehr in die Nähe eines Abgrunds begeben. Überall ist dieses Zeug, das mir erstmal genannt wird. Und sobald man dem nur etwas zu nahe kommt, fällt man sofort in Ohnmacht. Es war reines Glück. Meine Güte, Entschuldigung. War reines Glück, dass mir im ersten Mal Spezialist schnell genug dieses Essen mit der gelben Pflanze dann gegeben hat. Nur weil ich das gegessen habe, konnte ich den Tod von einer Schippe springen. Eigentlich wollte ich für Joscha die Zähne zusammenbeißen. Sie arbeitet genauso hart wie Pura und Robelo, obwohl sie noch ein Kind ist. Nach diesem Erlebnis habe ich die Nase voll von der Abgrundforschung. Jetzt bin ich zwar schon längst wieder voll gesund, aber ich werde erstmal die Füße stillhalten und mich weiter hier ausruhen. Ganz schön viel Text für einen schlafenden Typen. Link, richtig? Aber es ist wirklich wie, ich habe Lärm von oben gehört. Mein Gesicht, das steht genau wie auf dem Plakat. Deswegen habe ich mich gefragt, ob es stimmt. Ah, tut mir leid, du bist hier im Bett schlafen. Ja, könntest du vielleicht das Freibett nebenan nehmen? Nennt es redet im Schlaf und das kann hier ganz schön nerven. Das Bett dort drüben wäre darum eh viel besser. Nente scheint körperlich stark abgebaut zu haben, seit er bei der Expedition in den Abgrund dabei war. Er ist zwar schon seit längerem wieder zurück, aber zu genesen scheint er das im Ganzen gar nicht. Der Kataklysmus hat auf der ganzen Welt riesige Löcher entstehen lassen. Hier in der Nähe gibt es eines unter Schloss Hyrule und eines südlich des Spätbossens, aber es gibt nicht nur dunkel. Es ist nicht nur dunkel daran, es gibt auch komisches Zeug, das mir erstmal genannt wird. Man wird offenbar ganz furchtbar krank, wenn man damit in Berührung kommt. Ein Mädchen namens Joscha leitet die Erforschung dieser Abgründe. Wirklich beeindruckend, dass ihr eine so wichtige Sache anvertraut wurde, obwohl sie noch so jung ist. Die labern aber wirklich viel. Teilweise hier. So, wir heilen uns einfach mal. Warum auch nicht? Hier kostet es ja anscheinend nichts, von daher. Umso besser. Guten Morgen. Oh, und hier haben wir auch eine Göttinnenstatue. Das ist doch schön. Wir haben ja genug Sphären, von daher. Wir bitten wir mal etwas Ausdauer. Kann ja nicht verkehrt sein. Die Ausdauer geht immer so schnell leer, da kann es durchaus nicht schaden, ein bisschen mehr zu haben. Yay! Mal, was du hier? Nanu, wer ist denn da? Oh, du hier, Link? Alter, ich hatte dich gar nicht bemerkt. Ich war ganz in die Karte vertieft. Sag, Link, interessiert es dich auch? Auch dich, wie dieses Land so beschaffen ist? Dann verrate ich dir etwas. Um die Einsätze der Monsterwehr zu planen, arbeite ich Tag um Tag an dieser Karte und darum. Na, sagen wir es mal so, im Spielposten kennt sich niemand so mit den Völkern Hyrules und deren Wohnorten aus wie ich. In Hyrule lebt eine Vielfalt verschiedener Völker. Leute wie ich und du gehören zum Volk der Hylianer. Die vier anderen Völker sind die Orni, die Goron, die Zoras und die Gerudo. Die alle leben so unterschiedlich, wie sie aussehen. Manche fliegen durch die Lüfte, andere essen Felsen, als wären es Äpfel. Und nicht nur das, auch innerhalb der Völker gibt es ja noch je nach Siedlung große Unterschiede, etwa bei uns Hylianern. Der Stamm der Shika etwa wird... Meine Güte.
Der Stamm der Shika etwa wird oft als besonders kundig und forschungsfreudig angesehen. Viele der angesehensten Forscher und Gelehrten Hyrule stammen aus ihren Reihen. Etwa Direktorin Pura, die Leiterin des Spähpostens, die kennst du doch sicher schon, oder? Oh. Hyrule ist voller Siedlungen, Dörfer, Städte, manche noch jung, manche geradezu uralt. Erstmal hätten wir hier den Spähposten, hübsch zentral im Herzen des Königreichs gelegen. Einen anständigen Marsch von hier liegt im Nordwesten das Dorf der Orni oben im kühlen Hebra. Tief im Südwesten in der Gerudo-Region liegt die Gerudo-Stadt. Im Nordosten des Landes in der Eldin-Region liegt Goronia, die Stadt der Goronen. Und etwas östlich davon in der Region Akala befindet sich das Dorf Taburasa. War das nicht der Ort, den man in BOTW bauen konnte durch diese eine Quest? Kann sein. In der Region Ranel, im Osten des Königreichs, liegt das Dorf der Zoras, erhabene Heimatstätte des Zora-Volks. Im Südosten von Hyrule befindet sich Nekluda, wo die meisten hylianischen Siedlungen liegen. Zuerst mal gäbe es dort Kakariko, wo der Stamm der Shika lebt. Die Dorfchefin soll übrigens eine wahre Schönheit sein. War das nicht die ganz alte Olle da? Wie ist sie nochmal? Ich hab den Namen vergessen. Dann hätten wir weit im Osten Hateno, einst ein stilles Dörflein, doch heutzutage bekannt als Modehauptstadt. Und zum Schluss ist da noch Angelstädt, ein durch und durch ruhiges Fleckchen, besonders als Erholungsort beliebt. Viele der Städte und Dörfer wurden durch den Kataklysmus schwer in Mitleidenschaft gezogen. Und damit die Leute wenigstens nicht in Angst vor Monster leben müssen, nehmen wir die Sache in die Hand. Die Monsterbär bewegt sich Tag um Tag durchs Land und kümmert sich um die Sicherheit aller Völker. Von mir? Oh, na, ich bin ebenfalls ein Mitglied der Monsterbär. Eigentlich ist ja unser Auftrag, das Reich vor den Monstern zu schützen, die der Kataklysmus hervorgebracht hat. Doch mit Schwert und Schild kann ich nicht besonders gut umgehen, weißt du? Aber auf Karten lesen verstehe ich mich. Und weil ich das Land so gut kenne, kümmere ich mich um das Aussenden von Einheiten an ihre Einsatzorte. Seit dem Kataklysmus wurden mehr und mehr unbekannte Monster gesichtet. Sei vorsichtig auf deinem Weg. Oh, die scheint stark zu sein. Tauschen wir hier mal was aus. Ja. Wir tauschen mal was aus. Und du? Ja. Hoppla, bist du das, Link? Ich mache die ganze Zeit den Rücken krumm. Ich krieg gar nichts mehr mit. Na, ich hoffe, du nimmst mir nicht übel, wenn ich so sitzen mit dir spreche. Ja, also ein Kataklysmus war plötzlich alles, was man auch nur annähernd als Waffe bezeichnen kann, zerfressen. Ich habe mal mein Bestes gegeben, das Zeug zu reparieren, aber es war hoffnungslos. Ja genau, kurz vor dem Kataklysmus begann so ein Zeug aus dem Boden zu steigen, das Miasma genannt wird. Das hat sich wie ein lebendiges Wesen an unsere Waffen geheftet. Und so wurden diese direkt vor unseren Augen davon zerfressen. Ich habe keine Ahnung, was genau da passiert ist, aber in diesen Zeiten, wo Schloss Hyrule in der Luft schwebt, ist auf den eigenen Verstand sowieso kaum noch Verlass. Ach ja, übrigens, du kannst dir gerne alles nehmen, was hier so rumliegt. Aber wenn es dir in diesem Zustand wirklich nützlich sein wird, da es allesamt völlig zerfressen ist. Okay. Oh, eine Sidequest. Oh, bist du neu hier? Ich nehme mich auf. Ich heiße Bornon und ich bin hier fürs Kochen eingeteilt. Heute mache ich Obst mit Pilzen, das gibt Energie, so war zumindest mein Plan. Aber ich habe keine Äpfel mehr und ohne die schmeckt es einfach nicht so, wie es soll. Wie viel willst du denn?
Na gut, habe ich überhaupt Äpfel? Scheint ja nicht so, ne? Na. Hab mir hier. Nee, wahrscheinlich hier dann. Ein Apfel. Ja, und jetzt habe ich keine, ne? Ist klar. Drei Hinweise für Forscherhinweise, Scheine, Abgründe, okay. Ja gut, ich werde jetzt einfach mal... Muss links sein, oder? Puder hat mir alles von dir erzählt. Ich bin jetzt hier. Mein Spezialgebiet ist die Erforschung des Althylianischen. Damit meine ich nicht die Texte auf den Kranzruinen, sondern etwas anderes. Es geht um die Sprache, die zur Zeit der Gründung von Hyrule verwendet wurde, die Grundlage unserer jetzigen Sprache. Diese Bücher sind in jener alten Sprache verfasst, weswegen kaum jemand in der Lage sein dürfte, sie zu lesen. Nun ja, mehr gibt es von meiner Seite leider noch nicht über Althylianisch zu berichten. Aber eins werde ich im Forschungsinstitut in Kakariko ganz sicher faszinierende Ergebnisse präsentieren können. Aha. Okay. Ja, mehr scheint es hier nicht mehr groß zu geben. Da unten ist eine Truhe. Kommen wir ja irgendwie dahin? Wahrscheinlich nicht von hier, oder? Wahrscheinlich nicht von hier. Außer wir kriegen hier auch nur das Tor geöffnet, aber... Paper Mario könnte man sich das ja durchmachen, ne? Nein. Ich will nicht mit dir reden, ich will die Leiter hoch. Oder... Wir machen es mal ganz easy. Na, ob das jetzt easy ist, weiß ich nicht, aber... Man muss nicht unbedingt darauf warten, dass das Ding da offen ist. Okay, dann würde ich mal sagen, mehr scheint es hier nicht mehr groß zu geben. Dann besuchen wir mal die hier am Turm. Das hier hin, nein, das muss so. Und fertig. Ah, Link, bist du bereit? Oh, ich habe mal Vorbereitung abgeschlossen. Jetzt sollte der Teleporter funktionieren. Fehlt nur noch eines. Hey! Oh, Joscha, hier drüben ist alles bereit. Betätige den Schalter. Okay, und jetzt können wir alle von diesen Kartendingern da benutzen dann, oder was? Also ich bezweifle, dass wir jetzt schon die ganze Karte offen haben, aber... Wir können auf jeden Fall zu den Türmen und die Karte aufdecken, oder was? Direktorenpuder, die Kartografietürme an den übrigen Standorten scheinen auch alle bereit zu sein. Dann los, Link. Jetzt bist du an der Reihe. Also erstes. Also das Puderpad an die Feuchtung dort, ja? Okay. Kennen wir aus BOTW in dem ähnlichen Prinzip. Damit ist dieser Kartografieturm nun auf deinem Puderpad registriert. Damit sollte auch der Teleporter einsatzbereit sein. Du kannst dich jederzeit auf die Plattform jedes registrierten Kartografieturms teleportieren. Na, begeistert? Eine geniale Erfindung, oder nicht?
Aber das ist noch lange nicht das Tollste an diesem Kartografierturm. Sein Hauptzweck ist, wie der Name schon andeutet, das Erstellen von Karten. Nur dank ihm ist es möglich, die Topografie der Umgebung mit dem Puderpad zu erfassen. Juhu. Beeindruckend, oder? Zum Kartografieren muss man allerdings sehr gut mit einem Parasegel umgehen können. Außer dir gibt es da nicht besonders viele Kandidaten. Wir konnten die Sache folglich bisher noch nicht testen. Also, wärst du dann mal so freundlich? Ja, bitteschön. Da-dam! Wir haben ihn endlich! Drück im Feind, Fall X, um das Parasegel zu aktivieren. Dann zeig uns mal, was du kannst. Viel Erfolg beim Abschuss. Ich meine natürlich Abschlusstest. Natürlich. Ich werde alle vom Forschungslabor aus observieren. Ja. Sobald der Abschlusstest abgehakt ist, folgt eine letzte Besprechung für die So-Aktion der Prinzessin Zelda. Zuerst müssen wir die vom Kataklysmus betroffenen Orte auf der Karte verzeichnen. Also komm dann bitte noch einmal her, ja? Okay. Irgendwie habe ich Angst. Nur fliegen ist schöner. Ich kann mich nicht bewegen. Das passiert gerade automatisch. Ach so, okay. Dadurch tut er die Umgebung kartografieren oder was? Damit geben wir die Karte aufgedeckt. Deine Oberflächenkarte wurde aktualisiert. Deine Himmelskarte wurde aktualisiert. Yay! Okay, da ist Schloss Hyrule. Da ist irgendetwas. Irgendein Symbol. Da ist ein Abgrund, da ist ein Dingens. Ah, da ist auch ein Abgrund. Das war dumm. Kalabonga! Okay. Dann hätten wir das auch. Hab mir nur fast das Knöchel gebrochen, aber egal. Dann würde ich mal sagen, das war's mit Zelda Tears of the Kingdom für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst doch gerne, wenn ihr Feedback da, positiv oder negativ, bleibt euch überlassen. Gerne mit einer kleinen Bekundung, was euch gefallen hat, was nicht. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Wenn wir dann noch einmal mit Puder reden und uns dann wohl mit der Umgebung nochmal weiter erkunden können. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.